Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist noch gar nicht lange her, dass die Verkündung für die nächste Runde der Kulturhauptstadt uns erreicht hat. Und das darf ich ehrlich sagen, da mache ich auch kein Hehl draus, bin schon traurig. Zumal wir in den letzten Wochen, Monaten, man kann schon sagen Jahren, wirklich uns engagiert haben, viele, viele Hunderte Dresdnerinnen und Dresdner sich beteiligt haben, interessante, spannende Ideen, Projekte eingereicht haben, mitgemacht haben und wir auch hier überwältigende Zustimmung in diesem Stadtrat bekommen haben. Und da ist man schon ein bisschen traurig in dem ersten Moment. Deswegen gilt von meiner Seite erst einmal an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Akteure zu sagen, die sich so engagiert haben, eingebracht haben, mitgemacht haben, Ideen geliefert haben, dass wir in meinen Augen ein tolles Bewerbungsbuch zusammenstellen konnten. Insbesondere möchte ich an dieser Stelle mal zwei Herren hervorheben, bei denen ich mich außerordentlich bedanken möchte. Das ist Herr Schindhelm und Herr Dr. Klein. Es gab Momente, da war es schwierig im Fortgang der Bewerbung und mir war da auch nie der rote Faden entsprechend gut genug und wir mussten gucken, wie wir auch nochmal das Team entsprechend verstärken. Da haben sich zwei hineingeworfen, haben sich wirklich mit voller Kraft engagiert und haben uns ein Bewerbungsbuch erstellen lassen. Das war nicht selbstverständlich und das war eine tolle Leistung und deswegen ganz großes Kompliment. Ich möchte auch, der uns in Berlin vertreten hat, meinen Gruß in Richtung meiner Kollegin Frau Klepsch richten. Ich sage mal, uns hat diese Bewerbung zusammengeschweißt, hat auch Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten. Und ich sage das ganz bewusst, weil ich ja schon erwarte, ich gucke ja da schon in die Social Medias, was da die freundlichen Kommentierungen jetzt überall des Weges kommen. Was mich ehrlich gesagt, bin ich da auch offen an dieser Stelle, ärgert, dass jetzt alle diejenigen Oberwasser gewinnen, die uns in den letzten Wochen schon das Leben schwer gemacht haben. Als statt in diesem Bewerbungsprozess, denn die nicht verstanden haben, was der Inhalt dieser Bewerbung war. Uns in diesem gesellschaftlichen Transformationsprozess wirklich eine Unterstützung zu geben, dass wir Dresden in eine moderne, offene, kreative Stadt entwickeln lassen haben und als Konzept vorgeschrieben haben, dann immer wieder den Knüppel auch zwischen die Beine geworfen haben. Das ist schade. Deswegen sage ich, ich werde dort auch nichts zulassen, was Kolleginnen und Kollegen des Teams, die mit aller Kraft gearbeitet haben, die sich engagiert haben für diese Stadt, dann vielleicht zu Schuldigen erklärt werden. Wir haben ein tolles Team gehabt. Wir hat uns auch richtig Spaß gemacht in Berlin, als wir jetzt die Präsentation gemacht haben. Wir sind als eine zehnköpfige Mannschaft richtig zusammengewachsen. Ich bin weiterhin der Überzeugung, wir haben da eine sehr gute Präsentation gemacht. Und auch im Frage- und Antwortspiel mussten wir uns nicht verstecken. Jetzt kann ich hoffen, dass die anderen so sensationell viel besser waren als wir. Dann sage ich Glückwunsch, toll, mein Kompliment an die Kolleginnen und Kollegen. Wir sind uns auch von Anfang an bewusst gewesen, dass wir vielleicht die schwierigste Ausgangsposition hatten. Dresden, das hat auch uns die Jury gefragt. Da braucht man auch nicht drum herum reden. Mensch, ihr seid doch cool.
eingefahrene Bahnen und Wände einreißen, dass eben die Kultur auch mehr hin zum Bürger geht. Das, wir haben es immer so im Bewerbungskonzept genannt, Produzenten und Rezipienten sich auf anderer Ebene auch treffen. Wie gesagt, ist schade. Schade ist auch, und da sage ich auch, das war auch ein kleiner Wermutstropfen in unserem Bewerbungskonzept gewesen, auch das haben die Juroren sehr wohl auch hinterfragt, dass wir als Landeshauptstadt natürlich sehr viele Landeseinrichtungen in unserer Stadt haben und die Einrichtungen jetzt nie mit voller Kraft unsere Bewerbung mit begleiten konnten, weil sie auch ein bisschen immer das Stopp bekommen haben. Es gibt ja drei sächsische Bewerber und jetzt können dann nicht die Landeseinrichtungen so stark die Landeshauptstadt Dresden unterstützen. Das wäre ja doch eine Ungleichbehandlung. Da gab es auch kritische Rückfragen. Das hätten wir jetzt gehofft, in der zweiten Runde dann stärker korrigieren zu können. Ist uns leider nicht vergönnt. Wir werden jetzt eines machen und daran arbeiten wir von nun an sofort, dass wir Ihnen im Januar eine Vorlage vorlegen können, was unser Vorschlag ist, was aus dem Treif, aus der Bewegung, die wir erzeugt haben in dem Kulturhauptstadtbewerbungsprozess, wir Ihnen empfehlen, zu verstetigen. Wir werden nicht alles machen können, völlig klar. Wenn wir bisher in unserem Konzept vorgesehen haben, aus Bundesmitteln, aus natürlich dem Preisgeld EU, von Landesmitteln, die vorgesehen waren, was knapp 50 Millionen ausmachte, das kann man nicht eins zu eins natürlich in den städtischen Haushalt hineintragen. Aber wir sollten das Momentum, was wir uns vorgenommen haben, die wichtigsten und spannendsten Projekte sehr wohl schauen, dass wir sie auch abbilden können. Wie gesagt, wir werden Ihnen dafür einen Vorschlag machen und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann weiterhin die Geschlossenheit und die Kraft haben, trotz dass wir jetzt nicht ausgewählt worden sind in den engeren Kreis, uns bei diesem Weg zu unterstützen. Ich sage nochmal zum Abschluss vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, hier aus dem Stadtrat, die uns unterstützt haben, aus den Kultureinrichtungen, aus der Stadtgesellschaft heraus. War eine tolle Zeit, war ein tolles Team und auf geht's, Kopf hoch. Wir werden die spannendsten Projekte Ihnen vorschlagen zur Fortführung. Vielen Dank.